Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Heute geht es um das Thema Führungsvorgang. Was ist der Führungsvorgang? Wer von euch mal einen Truppführer gemacht hat, einen Gruppenführer oder sogar Zugführer, weiß, wovon ich spreche. Ich versuche mal eine kleine Auffrischung zu machen. Und zwar einfach einen Schnelldurchgang, Führungsvorgang oder ich nenne es auch gerne Führungskreislauf. Okay? Also, wer einen Lehrgang besucht hat, bei uns in der NABK in Celle zum Beispiel oder in Loi, da hat man so eine Folie bekommen, das ist auch die Originalfolie, die gibt es im Internet zum Download. Hier steht es auch, den Ursprung der NABK. Ne? So, und hier sieht man diesen Führungskreislauf. Diese Folie ist jetzt aber erstmal so ein bisschen unübersichtlich. Deshalb steigen wir mal da rein, jetzt mal Stück für Stück ein, was damit gemeint ist, aber wie gesagt, schnell und zackig. Ich hoffe, ich kann es euch gut rüberbringen, okay? Führungskreislauf, los geht's. Stellt euch vor, ihr habt einen Start und ihr habt ein Ziel, ihr wollt irgendwas erreichen. Okay? Das heißt, ich habe jetzt hier diesen Ball und diesen Ball bewege ich jetzt vom Start zum Ziel rüber. Er dreht erst durch und fährt zum Ziel hin. Das heißt, ich erreiche mein Ziel und muss da einen Weg zurücklegen. Okay? Das heißt nochmal, man sieht, bevor es erstmal losgeht, muss etwas passieren. Es dreht und dann geht es los. Ne? Und ich erreiche dann mein Ziel. Und gucke, ob ich mein Ziel erreicht habe. Ne? Das ist ein ganz normaler Ablauf wie im Alltag auch. Okay, das Gleiche, also diesen Weg, das ist bei uns dieser typische Führungskreislauf. Ne? Also diesen Kreislauf, den wir jetzt mal im Kopf durchspielen, um eine Führung richtig hinzubekommen. Also eine gezielte Führung. Letztendlich, das wollen wir effektiv sein, ne? Und das Richtige machen. Okay? Das heißt, wie das Bild vorhin, wir haben Startziel. Und wir nutzen jetzt diesen Führungskreislauf, den durchlaufen wir mehrfach und hoffen, dass wir dann dieses Ziel erreichen. Okay? Soweit, so gut, eigentlich ganz einfach. Das heißt im Klartext, dieser Führungskreislauf, den wir bei uns in der Feuerwehr benutzen, beginnt an dieser Stelle mit irgendeinem Status, irgendwas ist. Ich mache gleich mal ein Beispiel aus dem Alltag. Irgendwas ist und jetzt kommt die erste Phase, das ist erstmal die Lagefeststellung. Das heißt, gucken wir erstmal, was ist denn da überhaupt? Ne? Erstmal einen Überblick verschaffen. Genau schauen. Aha, okay. Das ist die erste Phase, das Rote. Dann kommen wir zur gelben Phase. Die zweite Phase ist nämlich die Planung. Okay, das heißt, mit dem, was ich vorhin erkundschaftet habe, mit dem Wissen, den ich habe, wie gehe ich jetzt damit um? Da fängt es an, jetzt laufen die Zahnräder im Kopf. Okay, was kann ich jetzt machen? Bis hin zur letzten Phase, zur dritten Phase. Das ist sozusagen die Befehlsgebung. Da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich mache das jetzt so. Wo ich versuche es, nein, ich mache es so. Okay? Die Befehlsgebung. Das heißt, es gibt einen Befehl, der meine Erkenntnis aus den vorherigen Sachen widerspiegelt. Ne? Okay. Die drei Schritte. Das heißt, wir machen jetzt mal kurz ein Beispiel. Ihr fahrt auf der Straße mit einem Auto. Okay? Ihr fahrt auf der Straße, seht hinten eine Ampel. Das ist ja erstmal nicht schlimm. Nur diese Ampel springt auf Rot. Okay, ihr erkennt, die Ampel springt auf Rot. Das habt ihr jetzt gesehen. Das nehmt ihr jetzt erstmal hin. Lagefeststellung ist jetzt erstmal, okay, die Ampel, die rot ist, bezieht sich auf meine Spur. Ich bin gemeint gleich, dass ich anhalten muss. Das ist schon mal eine Lagefeststellung. Okay, nehmen wir erstmal so hin. Das heißt, ich bin mit dem Auto unterwegs, die Ampel wird rot oder ist rot. Da gibt es gleich ein Problem. Das heißt, jetzt fange ich in der Planungsphase an zu überlegen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ist zum Beispiel die Straße verlassen, schnell über den Grünstreifen ballern, würde ich der Ampel auch aus dem Weg gehen. Ist eine Variante. Muss man abwägen, ist sie gut? Was weiß ich, aus dem Auto rausspringen, weglaufen von der Situation kann man auch machen, theoretisch. Vielleicht auch nicht so gut. Ne? Ist zwar ein Erfolg, dass man die Ampel nie erreicht. Aber vielleicht erreicht man danach auch nie wieder was. Ne? Das heißt, ein Planungsschritt wäre vielleicht auch Geschwindigkeit reduzieren. Das hört sich gut an. Das heißt, im ersten Schritt würde ich sagen, anstatt Gas zu geben, nehme ich jetzt mal Gas weg und lasse mich mal versuchen, die Geschwindigkeit langsam zu reduzieren. Okay? Also Ampel erkannt. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Okay? Jetzt Befehl, Gehirn an Fuß, Fuß vom Gas. Okay? So. Das heißt, der Status verändert sich, nämlich das Auto wird langsamer.
Sondern man hat die Leute immer wieder diesen Kreis. Jetzt kommt man hier hin und sagt, okay, Geschwindigkeit reduziert sich, Ampel kommt aber ziemlich schnell nah. Okay, ratter, ratter. Also wir sind immer noch zu schnell. Die erste Maßnahme hat nicht richtig gegriffen. Jetzt Maßnahme 2 wäre das mittlere Pedal, die Bremse, betätigen, um noch deutlicher zu bremsen. Okay? Befehl an Gehirn, Befehlsgebung, nimm mal das Fuß rüber und drück mal die Bremse, bis deutlich langsamer wird. Okay? Ausgeführt, neuer Status, aha, Pass. Okay? Das heißt, wir sind am Ziel, wir stehen vor der Ampel und alles ist gut. Das macht ihr im Alltag mit vielen Sachen, dass ihr euch eigentlich für irgendwas entscheidet. Ihr macht das wie selbstverständlich, aber merkt gar nicht, dass ihr eigentlich immer erst guckt, abwägt und dann entscheidet. Ne? 1, 2, 3. Lagefeststellung, Planung, Befehlsgebung. Ne? Mit diesem Wissen jetzt ist die andere Folie, die wir vorhin gesehen haben, gar nicht so kompliziert mehr. Okay, versuchen wir es. So, den Kreis, den kennen wir. Ist der gleiche, wie ich gemalt habe, nur mit Pfeilen. Ne? Wir haben hier eine Lage. Hier steht Lageauftrag, wenn ihr es nicht lesen könnt. Wir haben hier eine Ausgangslage. Wir gehen jetzt davon aus, ein Haus brennt, eine Person drin. Also der Führungsfunk geht jetzt hier los. Das heißt, die Lage wird erstmal gucken, wie ist meine Lage? Und zwar gibt es zwei Lagen. Meine eigene und die Lage, die mich gerade herausfordert. Okay? Kommen wir zu meiner Lage. Ist hier die eigene Lage. Welche Fahrzeuge habe ich mit? Wie viele Leute habe ich mit? Wie taktisch stark bin ich gerade, wenn ich hier eintreffe? Ne? Komme ich mit einer Person mit dem Fahrrad an oder mit zwei Löschzügen? Ist natürlich ein Unterschied. Ne? So. Dann gibt es natürlich auch die kalte Lage. Das Haus normalerweise ist bewohnt mit zwei Familien. Gibt es Gefahrenpotenzial? Ja, nein. Gibt es einen Gascontainer, der explodieren könnte? Oder ja, nein, vielleicht. Ist das mal eine kalte Lage? Ne? Das ist auch wichtig zum Entscheiden, was ich brauche. Okay. Dann gehen wir jetzt konkret in die Lage, was ich davor finde. Und zwar 4 Phasen der Erkundung. Kommen wir hier zu denen. Und zwar gibt es 4 Phasen sowohl beim Brand als auch bei einer TH-Lage. Kurz Wiederholung. Erste Phase ist Draufsicht von vorn. Das heißt, ich komme mit dem Auto an und sehe das Malheur. Ist schon mal die erste Phase schon abgehakt. Ne? Draufsicht. Die zweite Phase ist, da laufen Leute vorne rum, die da wohnen. Hausbesitzer oder so weiter oder Hausmeister, die befrage ich denn. Das macht man automatisch. Kollege, was los? Ne? Ich würde jetzt ja nicht dran vorbeilaufen, arrogant und den da stehen lassen und erstmal selber mir ein Bild verschaffen. Natürlich frage ich den, der ist vor Ort, der weiß natürlich Bescheid. Phase 2 ist, die Leute zu befragen. Okay? Phase 3 ist, zu gucken, ne, nachdem wir mit dem gesabbelt haben, kommen wir denn ins Haus rein? Türen gucken. Sowohl bei den Wohntüren, sind die verschlossen? Ne? Oder nicht? Und wenn verschlossen, ergibt sich auch schon, ist eine Metalltür oder eine kaputte Holztür. Genauso bei den Autos, gehen die Türen noch auf. Ne? Was soll die Schere Spreiz an der Bereitstellung bringen, wenn das einfach so geht? Ne? Die Tür geht auf. Auf der anderen Seite. Ne? Also die Zugänge prüfen, ist die Phase 3. Und die 4. Phase ist nochmal die Rundumsicht. Okay, hier vorne ist eine Stahltür mit 5 Vorhängeschlössern, kriege ich schwer auf. Aber hinten ist eine Terrasse, die steht sperrangelweit auf. Dann brauche ich, ne, da vorne nicht mich durchkämpfen, dann bin ich natürlich schlau. Ne? Oder gucke, gibt es da einen Verletzten auf dem Balkon? Ne? Genauso mit dem Auto. Ist es das Auto oder muss ich mal rumgucken, liegt da noch was oder wer? Ne? 4. Phase, Rundumsicht. Also Draufsicht, Leute ansprechen, die da, die da rumlaufen, Zugänge prüfen und Rundumsicht. Okay, das war das. Das gehört alles noch zur Lagefeststellung. Da mache ich mir erstmal ein Bild. Ne? Beim ersten Mal natürlich, wenn ich gerade vom Kaffeetisch komme und kriege einen Feueralarm, wo ich den Einsatz leite, ist natürlich ziemlich viel am Anfang, was ich erstmal verarbeiten muss. Die ersten Sekunden müssen erstmal ein bisschen laufen und viel Info. Ne? Also die eigene Lage. Fahrzeuge, kalte Lage, 4 Phasen der Erkundung. Und dann mache ich im Kopf eigentlich so eine Liste. Das kann man wahrscheinlich gar nicht erkennen. Das ist sozusagen die Lage, die ich vorfinde und meine eigene Lage. Ne? So, müssen wir dann gegenüberstellen. Da sieht man nämlich ganz schnell, eine Person vermisst im Gebäude. Wie viel Rettungswagen muss ich bestellen? Richtig, 2. Einen für die Person, die wir gleich retten. Eine für uns selber zum Eigenschutz. Ne? Das heißt, pro Person, die wir eigentlich retten müssen, kannst du gleich einen Rettungswagen bestellen. Sind da 3 Leute drin?
4 Rettungswagen. Meine Variante. Ne? Aber da muss man natürlich abwägen, reichen meine Fahrzeuge? An dem Punkt kann man schon gleich sagen, Houston, wir haben gleich ein Problem. Ne? Okay. Lage erkannt, jetzt kommen wir zur Planungsphase. Das heißt, wir beurteilen und bewerten das gerade, was wir hier so festgestellt haben. Eine Beurteilung, welche Gefahren, wie muss ich reagieren? Wir gehen jetzt hier nicht auf die Punkte ein, also dafür gibt es eine Feuerwehrausbildung, nur ganz kurz. Ne? Also dafür gibt es die Lehrgänge, das wird da ausführlich gemacht. Zu Hilfe gibt es diese Gefahrenmatrix. Da mache ich gleich noch ein Video hinterher. Die Gefahrenmatrix wird oft sehr großzügig ausgefüllt. Okay? Da gehe ich im nächsten Video drauf ein. Gut. Blende ich am Ende ein. Ne? Ich beurteile das. Dann gibt es mögliche taktische Varianten. Da will ich ganz kurz drauf eingehen. Es gibt immer die Rettung. Das heißt, wenn eine Person im Bereich des Feuers ist, die Person retten ist eine Maßnahme. Dann zweite Maßnahme, also Rettung. Dann gibt es Angriff. Erstmal das Feuer weg, dann ist die Person automatisch in Sicherheit. Oder Verteidigung heißt, das Feuer so lange weghalten, bis die Person gerettet ist. Gar nicht erst versuchen zu löschen, verteidigen. Ne? Zum Beispiel hier so ein Gastank daneben wäre auch sowas zum Verteidigen, wenn wirklich akute Gefahr da droht. Ne? Und es gibt einen Rückzug. Natürlich machen wir das sehr selten. Ne? Also wenn wir schon kommen, dann machen wir auch was. Also wir gehen nicht und sagen, das ist aber scheiße, ne? Tschüss. Ne? Rückzug ist natürlich, da muss schon richtig was kesseln, damit man Rückzug befiehlt. Ne? Also natürlich versuchen wir zu retten, angreifen und zu verteidigen. Rückzug ist nur ein Joker, wenn gar nichts mehr geht. Okay, dann entscheide ich mich für irgendwas. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Person zu retten. Ich stehe nämlich auf dem Balkon, hat meine Erkundung gegeben, hinten in Sicherheit. Entschließe ich erstmal eine Maßnahme. Wir machen hier nicht Gießkannenprinzip. Ihr zwei geht retten, ihr zwei geht löschen, ihr zwei geht Leute interviewen, ihr zwei geht... Ne? Nein, man macht eine Sache und die richtig. Und zwar, wir retten Menschen und wir alle retten alle zusammen diesen Menschen. Professionell. Das heißt, ich entscheide mich dafür, die Person zu retten, gebe den Befehl, den taktischen Befehl an den Gruppenführer, sage, kümmere dich darum, dass der Mensch von dem Balkon runterkommt. Dann wird er die ganze Gruppe dazu bewegen, möglichst schnell die Person vom Balkon runterzuholen. Okay? Dann gibt es diesen Einsatzbefehl. Der Gruppenführer würde dann hier sagen an der Stelle, Angriffstrupp zur Menschenrettung auf dem Balkon über vierteilige Steckleiter vor. Ne? So, und dann wird das nämlich laufen. Oder zum Beispiel, wenn ich hier feststelle, dass ich zu wenig Manpower habe, würde ich natürlich an der Stelle auch nachfordern an der Leitstelle. Ich brauche einen Rettungswagen oder zwei, ich brauche noch einen Löschzug und so weiter. Ne? Gut, da gibt es auch diese Lagemeldung. Wenn man natürlich dann per Funk was meldet, gibt es natürlich eine Lagemeldung, kurze Erinnerung nur, meldender Einsatzstelle, Lage, durchgeführte Maßnahmen, Einheiten im Einsatz, Nachforderung. Melden, ne? Gut, also Feuerwehrwilli von der Einsatzstelle hier in YouTube. Lage, machen gerade Unterricht, durchgeführte Maßnahmen, ich hoffe gut. Einheiten im Einsatz momentan, eine Person im Einsatz und Nachforderung erstmal außer gleich ein Kaltgetränk, nichts. So, das heißt, hier ist der Auftrag raus und die Lage wird sich jetzt irgendwie in irgendeine Richtung verändern. Wir hoffen mal, dass sich irgendwie in Spannung eintritt, ne? Dass hier dieses Rad, was eben gerollt ist, Richtung Ziel langsam rollt. Ne? Person gerettet, okay, weiter. Wie machen wir das Feuer aus? Ne? Müssen wir irgendwas abriegeln und so weiter. Ne? Jedes Mal neu durchlaufen, jedes Mal neu. Okay, das war's zum Führungsvorgang. Ganz grob, nur dass ihr wisst, im Alltag macht ihr das auch. Ihr habt es wahrscheinlich nur nicht bemerkt, dass ihr eigentlich so strukturiert arbeitet. Aber so läuft es im Grunde genommen. Okay? Super. Wie immer, auch hier der Führungsvorgang, ne, der Kreislauf. Wenn ihr natürlich ein Gefällt mir gibt und mich abonniert. Ich habe gesehen, viele besuchen meinen Channel, aber abonnieren mich gar nicht. Würde mich freuen. Je mehr Abonnenten ich habe, desto mehr Antrieb habe ich natürlich auch, für euch schöne Videos zu machen. Ne? Freue ich mich. Alles klar. Spaß beiseite, euer Feuerwilli. Bis dann.